Unsere Geschichte beginnt hoch oben in New York, im luxuriösen Penthouse eines der außergewöhnlichsten Genies, die die Welt je gesehen hat. Oh, Verzeihung, Sie erwischen mich gerade beim Yoga. Haben Sie vielleicht den herabschauenden Hund erwartet? Mein Name ist Mr. Peabody. Und da wir nun etwas Zeit miteinander verbringen werden, würde ich Ihnen gerne ein wenig über mich erzählen. Seit ich ein Welpe war, war klar, dass irgendetwas an mir anders ist. Ich bemühte mich, mich anzupassen. Nein, danke. Aber es gelang mir nicht. Im Hundeadoptionshaus wurden mehr und mehr meiner Wurfgeschwister von ihren neuen Familien ausgesucht. Ich aus irgendeinem Grund, aber nie. Komm, Kleiner, Feuerstöckchen. Wozu? Du wirfst es nur wieder weg. Eine vollkommen fruchtlose Übung. Den will ich nicht, Mami. Der ist zu sarkastisch. Warte, warte, komm zurück, wirf das Stöckchen. Ich mach Sitz und Platz, ich geb sogar Pfötchen. Bell, Bell. Also, da ich keine eigene Familie hatte, verschrieb ich mich dem Streben nach Wissen, Kultur und Sport. Meinen Abschluss in Harvard machte ich natürlich mit Hunde cum laude. Dann begann ich mich den Menschen zu widmen. Ich entwickelte neue Techniken für alternative Energie, löste geopolitische Konflikte auf der ganzen Welt. Und in meiner Freizeit erfand ich Fäusteln, Brettakrobatik, Abreißhosen, den Backside-Olli und Zumba. Aber worauf ich ganz besonders stolz bin, ist mein Sohn, Sherman. Hallo, Mr. Peabody. Oh, hast du den schon von Zeit vom Harten erzählt? Das hatte ich gerade vor. Als ich Sherman adoptierte, schwor ich, der beste Vater zu werden, der ich sein kann. Und ihm die Wunder der Welt näher zu bringen, in Gegenwart und Vergangenheit. Und so inspirierte mich Sherman zu der größten Erfindung meines Lebens. Einer Zeitmaschine. Natürlich sind Zeitreisen immer ein wenig unberechenbar. Zwangsläufig ergibt sich dabei das ein oder andere Missgeschick. Sagen wir einfach, der schiefe Turm von Pisa ist nicht immer schief gewesen. Aber es geht nichts über Geschichtslektionen aus erster Hand, nicht wahr, Sherman? Wo fliegen wir heute, Mr. Peabody? Nicht wo, Sherman. Wann? Das ist das Schloss von Versailles, das Zuhause von Marie Antoinette. Sie war berühmt für eine bestimmte Sache. Kuchen! Ich esse Kuchen für mein Leben gern. Marie Antoinette ist verrückt nach Kuchen, Mr. Peabody. Ja, in der Tat. Marie war eine Frau mit ungeheurem Appetit auf alles, was einen Zuckerguss hatte. Doch ihr kostspieliger Geschmack brachte ihr häufig herbe Kritik ein. Wieso denn? Nun ja, Sherman. Unter Maries Herrschaft waren die einfachen Leute in Frankreich außerordentlich arm. Hast du ein Stück Brot? Nein! Ich bin außerordentlich arm. Kriegen wir jetzt ein Stück Kuchen? Oui, bitte. Oh, ja, Entschuldigung. Kriegen wir bitte ein Stück Kuchen? Oui, bitte. Vielleicht kann sie mich durch die ganzen Haare nicht hören. Sherman, was die Königin sagen will, ist... Also, mögen Sie Kuchen essen. Und dass die Königin erfuhr, dass sich die Armen in Paris nicht mal mehr Brot leisten können, rief sie aus. So mögen sie Kuchen essen. Oui, ich habe es selbst gehört. Das ist ein Skandal, unverständlich. Mit der Königin. Nee, wir müssen wohl noch schicken. Wartet. Was denn für Kuchen? Vive la Revolution! Vive la Revolution! Durchschlagende Soiree, Eure Majestät. Aber zu meinem Bedauern müssen Sherman und ich nur... Sherman? 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 Hierher, Sherman! Hey, Mr. Peabody. Was machst du denn hier drin? Ich probiere die anderen Kuchen. Die haben hier einen mit Buttercreme und ganz vielen Erdbeeren. Der schmeckt sowas von lecker. Sherman, warum solltest du während der Französischen Revolution dicht bei mir bleiben? Weil danach irgendwelche schrecklichen Herrschaften auftauchen? Fast. Ich sagte, nach der Französischen Revolution kommt die Schreckensherrschaft. Verhaftet alle Aristokraten! Du bleibst einfach da stehen. Aber Mr. Peabody! Es wird alles gut, Sherman. Bleib einfach nur genau da stehen, wo du bist. Runter mit deinem Kopf! Mr. Peabody! Eine Melone?
Wir holen die nächste aller Früchte. Wer wagt es, mich mit dieser Melone zu beleidigen? Ergreift diesen Huhn! Mr. Peabody, wie bist du entkommen? Ganz einfach, Sherman. Ich bemerkte die Abstände zwischen den Kanaldeckeln, kombinierte, dass einer direkt unter der Guillotine liegt, sah das lose Brett unter dem Korb berechnete, wie sich die Strahlen der Abendsonne in deiner Brille spiegeln und den Henker einen Moment lang blenden würden, gewitzte dann die Melone des Henkers, deren Gewicht die Bretter umkippte und mit dem Fluchtweg öffnete. Das ist unglaublich! Keineswegs. Es ging nur darum, nicht den Kopf zu verlieren. Ha, den Kopf nicht zu verlieren. Kapier ich nicht. Doch, ist er! In der Air! Und schon im Schnitt! Oh, das war schon kräftig! Interessanterweise ist das kein Wasser. Jetzt darf ich euch! In der Tat, Monsieur Robespierre, und welch großer Meister der Verfolgungsjagd ihr doch seid. Ihr habt es bemerkt? Oh, natürlich. Mich so zu umzingeln, das war einfach ein Geniestreich. Danke. Ihr nehmt mir hoffentlich nicht meinen kleinen Verbündeten hier. Ich bin vollkommen von ihm abhängig. Komm her! Verflixt, ihr seid verteufelt schlau. Ich weiß. Und noch dazu viel flinker als ihr. Aber auch flink genug. Für das hier? Haha, seht ihr? Flink. Flink, ja, aber nicht allzu klug. Oh, noch so eine Melone. Kleine Dinge. Also gut, Sherman. Es wird Zeit für einen kleinen Test über die Kunst des Fechtens. Und los! Nein. Gummis. Sehr gut. Daneben. Ich ziele niemals daneben. Wir nutzen die Tatsache, dass es sich bei 152 Grad Celsius entzündet und sprengen uns den Weg frei. Gute, weiche Landung, was schon? Also, was hast du heute gelernt, Sherman? Dass die französische Revolution verrückt war. Inwiefern? So viele Leute kriegen den Kopf abgeschlagen und keiner steht auf und sagt, dass das Unrecht ist. Und denk mal, Marie Antoinette hätte die ganze Revolution verhindern können, hätte sie nur Brot an die Armen verteilen lassen. Süßes kann einen bitteren Nachgeschmack haben. Wie meinst du das, Mr. Peabody? Nun ja, Sherman, für den Adel war der Kuchen letztendlich ein hartes Brot. Kapier ich nicht. Ins alte Rom, in den Wilden Westen, ins Jahr 1492? Nein, Sherman, morgen fliegen wir an keinen dieser Orte. Warum denn nicht? Weil du das morgige Abenteuer ganz allein bestreiten musst. Meinst du das, Mr. Peabody? Hast du es vergessen? Morgen ist dein erster Schultag. Oh, darf ich steuern? Natürlich nicht. Und denk dran, Sherman, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ich weiß, Mr. Peabody! Und vergiss nicht das Kommutativgesetz. 2 plus 3 ist dasselbe wie 3 plus 2. Ich weiß, Mr. Peabody! Und wenn du auf die Toilette musst, heb voller Stolz deine Hand und sag, ich muss mal. Mach ich, Mr. Peabody! Und denk dran, standardmäßig nimmt man Bleistift H. Aber manchmal ist auch HB eine gute Wahl. Ich hab dir ein Bleistiftdiagramm in die Tasche gelegt, falls du eine Ermessensentscheidung treffen musst. Ich glaube, ich schaff das schon. Also wiedersehen, Mr. Peabody! Warte! Bis nach der Schule dann! Sherman! Ich muss los! Ich muss mich für die Arbeitsgruppe. Sherman, niemand befürwortet das Engagement in außerschulischen Aktivitäten mehr als ich. Aber bevor du gehst, möchte ich dir noch das hier geben. Danke. Was ist denn das? Eine Hundepfeife. Sie funktioniert nicht, Mr. Peabody. Oh, sie funktioniert bestens, Sherman. Es ist allerdings eine Frequenz, die nur Hunde hören können. Oh, cool. Möge dich dieses kleine Andenken daran erinnern, dass, ganz gleich vor welchen Herausforderungen du stehst, ganz gleich wie fern ich zu sein scheine. Ich bei dir bin. George Washington. Wer kann mir sagen, wer das ist? Oh, ich weiß es, ich weiß es. Sherman. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sehr gut.
Und als Präsident Washington ein kleiner Junge war, was für einen Baum hat er da gefällt? Penny? Einen Kirschbaum. Apokryphisch. Was für ein Baum ist das denn? Das ist kein Baum, das ist ein Wort. Apokryphisch. Das heißt, die Geschichte stimmt nicht. Wirklich? Ja, George Washington hat nie einen Kirschbaum gefällt. Und er hat auch nie gesagt, dass er nicht lügen kann. Solche Geschichten sollen Kindern eine Lektion übers Lügen erteilen. Aber sie sind nicht wahr. Aber den Delaware River hat er am Weihnachtsabend 1776 wirklich überquert. Mein Dad war letzten Sommer mit mir da. Wir haben ihn auch überquert. Ich bin reingefallen. Wow, da scheint sich aber jemand sehr gut in Geschichte auszukennen, oder, Penny? Ich find's toll, euch kennenzulernen. Vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal mit zu mir kommen. Ich kann mein neues Modell mitbringen. Ein Wasserstoffatom. Ach, du hast nur eins, hm? Na, dann müssen wir es wohl spalten. Der war gut. Pass mal auf. Was hast du da, Sherman? Trocken- oder Nassfutter? Naja, also ich hab hier Babymöhrchen, Bio-Apfelsaft und ein Thunfisch-Sandwich. Besonders reich an Omega-3-Fettsäuren. Dann isst du also Menschenfutter. Hm? Ja, wieso auch nicht? Weil du ein Hund bist. Nein, bin ich nicht. Doch, na klar. Dein Date ist ein Hund, dann bist du auch einer. Das hast du falsch verstanden. Das ist dein Adoptivverhältnis. Klappe, Karl. Ist gut. Hier, ich beweise es dir. Das Hund! Na los, Hundi, hol dir dein Fresschen. Na los, hol's dir. Ach, was für eine Demütigung. Sherman, hol dein Fresschen. Sei ein braves Hundchen. Was ist das? Das ist meine. Gib sie wieder her. Was ist das? Eine Pfeife? Das blöde Ding funktioniert gar nicht. Das ist eine Hundepfeife, Penny. Die arbeitet mit Frequenzen, die nur Hunde wahrnehmen können. Verschwinde, Karl. Ist gut. Penny, diese Pfeife ist mein Privateigentum. Gib sie wieder her. Spring, Hundchen, spring. Ich bin kein Hund. Komm schon, Schau. Gib's zu. Ist ein Hund. Sag es ab. Mr. Peabody, danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten, damit wir über das Problem mit Sherman sprechen können. Ach, das ist kein Problem, Direktor Purdy. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ach so? Ja, und wie bei allen Belangen Sherman betreffend bin ich vorbereitet. Hier ist ein Stundenplan, der Shermans Vorbildung Rechnung trägt. Sie müssen ihn aber nicht zwingend eine oder mehrere Klassen überspringen lassen. Mr. Peabody. Hier noch ein paar erste allgemeine Aufgaben, eine Bücherliste und ein Link zu einer Website, die ich entworfen habe, damit er Mandarin lernen kann. Immerhin ist das die Sprache der Zukunft. Mr. Peabody! Ich sage nicht, dass er kein Französisch lernen soll, Direktor Purdy. Lassen Sie ihn beides lernen. Mr. Peabody! Was? Noch nicht genug? Swahili? Luga Moja Heitoshi? Sherman hat sich heute geprügelt. Oh je. Yeah. Es wurden aus versicherungstechnischen Gründen Fotos gemacht. Er hat sie gebissen. Ich muss sagen, das sieht nicht gut aus für Sie, Mr. Peabody. Immerhin sind Sie ein Hund. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Miss Grunion vom Amt für Kinderschutz und Nachwuchsbetreuung. Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Behörden einzuschalten bei derartigen Zwischenfällen. So etwas hat Sherman noch nie gemacht. Ich bin sicher, er hatte einen Grund dafür. Nun ja, das Mädchen war zugegeben ein bisschen rüde. Klappe, Purdy! Es ist normal, dass Kinder einander ärgern. Es ist nicht normal, dass sie sich beißen. Das ist ohne Zweifel eine Frage der Erziehung. Meiner Meinung nach kann ein Hund niemals ein geeigneter Elternteil für einen kleinen Jungen sein. Ich weise darauf hin, Miss Grundian, dass mir das Recht, Sherman zu adoptieren, vom Gericht zugesprochen wurde. Und das Gericht kann es Ihnen auch wieder aberkennen. Ich komme morgen Abend zu Ihnen und nehme Ihr Zuhause in Augenschein. Und sollte ich feststellen, dass Sie als Erziehungsberechtigter untauglich sind, werde ich Meldung erstatten und wir entziehen Ihnen das Sorgerecht für den Jungen. Und zwar für alle Zeit. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Glasklar. Tut mir leid, dass ich Penny gebissen habe, Mr. Peabody. Ich mach's auch nie wieder. Und das ist auch völlig richtig. Mutwillige Gewalt ist absolut inakzeptabel. Und ganz und gar untypisch für dich, so wie du über Mr. Gandhi denkst. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sie hat mich einen Hund genannt. Nun, in Ordnung. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt versuche ich zu schlafen. Ich hab dich lieb, Mr. Peabody. Ich bin dir ebenfalls sehr verbunden, Sherman. Close your eyes. Have no fear.
Peabody, Sie haben einen Nobelpreis gewonnen, sind Berater der Regierung und ein großer Industrieller. Warum möchten Sie einen Jungen adoptieren? Weil ich mich, Euer Ehren, als ich Sherman fand, daran erinnerte, wie mein eigenes Leben begonnen hatte. Und jetzt möchte ich ihm das bieten, was ich selbst niemals hatte, ein Zuhause. Und Sie sind sich sicher, dass Sie allen Herausforderungen der Erziehung eines Jungen gewachsen sind? Bei allem nötigen Respekt. Wie schwer kann das schon sein? Also gut. Wenn ein Junge einen Hund adoptieren kann, wüsste ich nicht, warum nicht auch ein Hund einen Jungen adoptieren kann. Dada. Nein, Sherman, nicht Dada. Du sagst Mr. Peabody zu mir. Oder in weniger förmlichen Momenten einfach Peabody. Mr. Peabody? Ganz recht. Mr. Peabody. Hund adoptiert Jungen. Nichts weiter als pazifischen Taschenkrebs, in Passionsfrucht, Basilikum, Bordelais, getrüffelte Wachteln, Wacholderbeerenreduktion und Omelette Surprise. Wow, ist heute irgendetwas Besonderes los? Das könnte man sagen. Also, mein Geburtstag ist es nicht. Nein, ist es nicht. Dein Geburtstag ist es auch nicht. Auch richtig. Es ist doch nicht Vatertag, oder? Nein, es ist nicht Vatertag. Kommt der Präsident wieder zum Dinner? Nein. Oh, wer kommt denn dann zum Dinner? Sagen wir einfach, wenn der Abend ein Erfolg wird, ist das Thema Beißen ein für alle Mal gegessen. Die Petersons! Willkommen! Er ist also tatsächlich ein Hund. Paul! Nein, schon gut. Allerdings bevorzuge ich tatkräftiger Hund. Ah, wie lustig. Ist das nicht lustig, Paul? Er lacht nicht allzu gern. Wir freuen uns sehr, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Stimmt's, Sherman? Stimmt's, Sherman? Ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. So viel ist sicher. Willst du Penny nicht begrüßen, Sherman? Hi, Penny. Hallo, Sherman. Sherman, zeig doch Penny mal deine tolle Mineraliensammlung. Ich bin sicher, sie findet deine neuen Kristalle faszinierend. Komm mit. Ich bin hoch erfreut, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Jetzt können die Kinder ihre Differenzen austragen, bevor Miss Grunion eintrifft. Ihr ganzes Getue ist für die Katze, Mister. Tatsache ist, wenn Petty nicht wäre, hätte ich sie längst angezeigt. Und ich muss Ihnen sagen, Peabody, wenn es um meine Tochter geht, dann gibt es für mich nichts Wichtigeres als... Ja, hallo? Eine Umfrage? Ja, gern. Läuft alles wie geschmiert? Ach, warum hast du mir nicht gesagt, dass die uns besuchen? Ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Gut, weil ich keine Lust hatte, mir dein Genörgel anzuhören. Danke für deine Ehrlichkeit. Gern geschehen. Ich weiß sowieso nicht, was wir deiner Meinung nach hier machen sollen. Wie kann ich nicht aufstehen? Erzähl mir von deinen Interessen. Erzähl geistreiche Anekdoten. Mr. Peabody, ich kann sie auch nicht ausstehen. Sherman, jede gute Beziehung beginnt mit einem Konflikt und entwickelt sich dann zu etwas Besonderem. Bonne chance. Rauf wir zusammen. Kein Wort über den Zeitomat. Wer? Du sagst doch nur ein
fantastisch. Ich stehe mehr auf Rock'n'Roll. Ich meinte Flamenco. Und sag... Didgeridoo. Sitar. Steel drums. Posaune. Xylophon. Djembe. Dampforgel. Obol. Piccolo-Flöte. Tuba. Dobro. Hüttenflöte. Dodel. Drehgeier. Ocarina. Harmonium. Siebente Säge. Wissen Sie was? Alles schön und gut. Aber das ist alles nur Zeitverschwendung. Holen wir Penny und dann ab nach Hause. Alles in Ordnung, Paul? Ja. Geht's gut? Das passiert immer, wenn er angespannt ist. Paul, dürfte ich wieder... Bleiben Sie mir vom Leib, Peabody. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich muss mich nur etwas dicken. Sie können mir vertrauen, Paul. Ich bin geprüfter Chiropraktiker. Au! Heige! Peabody, ich fühle mich großartig. Ich fühle mich wirklich großartig. Peabody, Sie sind ja ein Wunderheiler. Ah, sieh dir das an! Ich tanze! Weißt du, Penny, sieht nur Freund sagt, wenn man jemanden nicht leiden kann, liegt das daran, dass er Eigenschaften besitzt, die man an sich selbst nicht leiden kann. Was weißt du schon von Sigmund Freud? Mehr als du denkst. Ja, klar, so wie du ja auch ganz genau gewusst hast, dass George Washington in Wirklichkeit gar keinen Kirschbaum gefällt hat. So ein Quatsch. Aber das ist nun mal wahr. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Hast du es aus einem Buch? Nein. Aus einem Film? Nein. Hat der Schlaumeier, der hat es dir erzählt? Nein. Woher weißt du es dann schon? Woher weißt du es? Er hat es mir erzählt. Wer denn jetzt? George Washington. George Washington. Ja. Ach, Blödner. Kein Wort über die Zeitung. Er nennt es Zeitomat. Und wo warst du damit schon? Nicht wo, Penny. Na schön, du neunmal kluger. Naja, 1965, 1776, 1620, 1492, 1215, 4... Kann man auch nur eine Stunde zurückgehen? Wozu denn? Dann könnte ich zu Hause bleiben, so tun, als wäre ich krank und mir diesen stinklangweiligen Abend schenken. Ha, ha. Mr. Peabody sagt, du darfst mit dem Zeitomat nicht in eine Zeit reisen, in der du schon existiert hast. Wieso nicht? Weil es dich dann zweimal gibt. Oh, ja. Dafür ist die Welt wahrscheinlich noch nicht bereit. Gut, jetzt hast du ihn gesehen, dann können wir ja wieder zurück. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Wohin fliegen wir als erstes? Mr. Peabody sagt, ich darf erst damit fliegen, wenn ich älter bin. Machst du alles, was Mr. Peabody sagt? Ja. Weißt du, was du dann bist, Sharon? Ein gehorsamer Sohn? Nein, ein Hund. Gute Koordination. Sieh dir das an, Patty! Aufgepasst, Paul! Hier bist du! Oh ja! Hey, schön! Das ist eine kleine Eigenkreation. Ich nenne sie Einstein on the Beach. Lecker! Auf die Kinder! Auf die Kinder! Sherman? Kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Natürlich. Entschuldigen Sie mich. Ich habe mich auf Anhieb mit Pennys Eltern verstanden. Ich denke, wir können den Abend als uneingeschränkten Erfolg verbuchen. Kannst du mit dem Verbuchen noch warten? Was meinst du? Wo ist Penny? Im alten Ägypten. Du hast den Zeitomat benutzt? Oh. Was ist los, Großer? Uns gehen die Getränke aus. Ich bin sofort wieder da, Paul. Wie konntest du das tun? Sie hat mich ein Lügner genannt, weil ich gesagt habe, dass George Washington ihr einen Kirschbaum gefällt hat. Du warst mit ihr bei George Washington? Ja, sie stand total drauf. Hey, Peabody, alter Junge. Hey! Wo ist Penny? Sie spielt Verstecken. Auf der Toilette? Auf der Toilette. Und versteckt sich. Also, was denn nun? Hey, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Was hast du mit Penny gemacht? Penny? Penny? Penny! Oh, jemine. Wo ist unsere Tochter? Schwer zu sagen, Paul. Sie könnte hier sein. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Das könnte eine Weile. Den Trick habe ich von einem Swami in Bhagavan Giri in Ubud auf Bali. Gehen wir. Das alte Ägypten. Land der Pharaonen. Ein Leuchtfeuer des Fortschritts am Horizont der Menschheit. Aber zugleich auch eine grausame und barbarische Zivilisation. Ich hoffe nur, dass Penny nicht zu sehr leiden muss.
hier? Wir bringen dich wieder nach Hause. Ach, was ist das ägyptische Wort für alte Petze? Mufshi Asur. Aber das tut nichts zur Sache. Zieh dich an, wir fahren nach Hause. Wer hat sie denn zum Pharao gemacht? Na los, Maniküre und Pediküre. Siehst du, Mr. Peabody? Es ist unmöglich. In der Tat. Aber sieh, was passiert, wenn ein unbeweglicher Gegenstand auf eine unwiderstehliche Kraft trifft. Penny, komm her, sofort. Penny, komm. Ich bin nicht der Penny. Jetzt bin ich Prinzessin Hatschepsut, liebliche Blume von Nil. Lieblich mag noch sein, aber wenn du glaubst, wir würden dich hier lassen, bist du eher lieblich See-Nil. Kapier ich nicht. Also, jetzt komm. Lass sie los. Was gibt es, meine süße kleine Wüstenblüte? Bist du von diesen Barbaren belästigt? Um ehrlich zu sein, ja, das werde ich. Ja, neigt euch, Barbaren. Wie ihr wünscht, Hoheit. Wer ist das, Mr. Peabody? Das, Sherman, ist das lebende Abbild des Amun, Sohn des Echnaton, Herrscher der 18. Dynastie des Neuen Reichs. König Tutanchamun, auch bekannt als König Tut. Mein fester Freund. König Tut ist ein fester Freund. Mhm. Soll ich sie für dich häuten, in Honig tauchen und in eine Grube voll Feuerameisen werfen lassen? Das würdest du für mich tun? Für dich alles, meine Wüstenblume. Betrachte es als Hochzeitsgeschenk. Was? Du kannst den Typen doch nicht heiraten. Wieso nicht? Zuerst mal hört sich sein Name wie eine Autobahn. Mir doch egal. Ich krieg eine mega fette ägyptische Hochzeit. Spoiler-Alarm. König Tut stirbt, jung. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Oh, glauben Sie mir, das habe ich. Ich bekomme alles. Die königlichen Astronomen haben verfügt, dass die Hochzeit morgen stattfinden muss, bei Sonnenaufgang. Wie heißt denn der? Aya. Aya wie Huhn? Ich bin Aya, der Großvisier. So heißt er. Aya. Oh, Großvisier, würdet ihr der edlen Prinzessin hier erklären, was eine Hochzeit mit dem jungen Pharao für sie bedeutet? Sehr gern. Es bedeutet, dass sie bis in alle Ewigkeit an ihn gebunden sein wird für die heilige Zeremonie der Aufarbeitung und Mumifizierung. So, was in den heiligen Schriften steht. Sekunde bitte. Kann mir das irgendwer nochmal genauer erklären? Was er sagen will, Penny, ist, wenn ich sterbe, werden sie dich auch töten. Dann reißen sie dir die Organe raus, stopfen sie in Krüge und mumifizieren den Rest. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Danke. Ich gehe doch lieber mit den anderen. Von jetzt an gibt es kein Zurück. Zum Palast. Die Hochzeitsvorbereitungen mögen beginnen. Mr. Peabody! Sherman! Tut doch was! Keine Sorge, Penny! Wir retten dich schon! Mr. Peabody? Ja, Sherman. Darf ich deine Hand halten? Aber natürlich, Sherman. Ui, du hast aber kalte Hände, Mr. Peabody. Sherman? Ja? Das ist nicht meine Hand. Ah! Oh je, der Arme. Gut, dann suchen wir jetzt mal einen Ausgang. Igitt! Sieh dich um, Sherman. Die Hieroglyphen in diesen Gräbern sollen den Seelen der Pharaonen auf ihrer Reise ins Jenseits als Wegweiser dienen. Und uns können sie auch eine Hilfe sein. Oh, das ist der Gott Anubis, der auf der Barke des Ra in die Unterwelt segelt. Gut möglich, dass diese Boote der Schlüssel zu unserer Flucht sind. Um die Hochzeit verhindern zu können, müssen wir sie finden. Also wenn du mich fragst, soll sie diesen Typen doch heiraten. Die haben einander verdient. Wie war das, Sherman? Tot. Allein der Name schon. Glatze, Röckchen und dann trägt er auch noch Make-up. Sherman, man könnte denken, du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf was denn? Auf Tuts Interesse an Penny natürlich. Glaubst du mir gleich, mag Penny? Mhm. Jetzt hör aber auf. Ist ja nicht so, als wollte ich ihre Hand halten. Oder mit ihrem Pack spazieren gehen. Oder sie annehmen, wenn sie sich die Haare bürstet. Oder sowas. Aha. Los, schnell, Sherman! Vorsicht, Sherman. Sieht nach ein paar harten Nüssen aus. Was ist daran so lustig? Harte Nüsse. Ein falscher Schritt und wir sind erledigt. Das Boot von Ra segelt direkt in den Tag. Nimm das falsche Boot und du fährst in den Sarg. So, Sherman, jetzt bist du dran. Löse das Rätsel genauso wie ich. Hm? Denk gut nach. Immer einen Schritt nach dem anderen. Ich meine Sarg. Auweia. Die Boote des Ra! Mit einem kommt ihr heraus, mit dem anderen fahren wir geradewegs in den sicheren Tod. Was? Sherman, steig in das Boot. Sobald ich diese Blätter zusammengeschoben habe, geht alles sehr schnell. Welches Boot ist das, Peabody? Was? Welches Boot ist das letzte in den sicheren Todboot? Das da! Ihr habt's geschafft, Sherman! Sherman? Ich dachte, du hast auf das hier gezeigt!
Sherman? Sherman? Geht es dir gut? Alles super. Der Sonnengott Ra gebietet, mit der heiligen Zeremonie zu beginnen. Bringt nun den Dolch für den Blutschwur. Durch die Klingel, die das Fleisch durchringt in diesem heiligen Ritual, zollen wir dem Sonnengott Ra unseren Tribut. Warte! Aber Anubis, der Sonnengott Ra hat verfügt, dieses Mädchen soll die Frau des jungen Königs werden. Das ist ja unmöglich. Ich habe jetzt neulich mit dem Sonnengott Ra gesprochen und er hat mir gesagt, dass er sich anders überlegt hat. Wirklich? Ra, der Wenderhals, so nennen wir ihn hier in der Unterwelt. Aber das ist zu spät. Wir haben das Catering doch schon bezahlt. Pech gehabt, aber Anforderung könnt ihr vergessen. Mehr Rauch, Sherman. Die hündische List funktioniert. Lass das Mädchen von den Toren der Stadt zurück, wo die Götter es unverzüglich zu sich holen werden. Nur dann wird euer Land von den Plagen verschont bleiben. Das Mädchen muss weg! Anubis hat gesprochen. Bringt das Mädchen zu den Toren. Anubis, geht es dir nicht gut? Naja, ich war in den vergangenen Tagen ein wenig wetterfühlig, aber jetzt geht es mir viel besser. Penny, Sherman, schnell! Komm mit, Penny! Sherman! Ja! Meine Frau, die sich nicht traut! Haltet sie auf, ihr Narren! Pennys Eltern merken, dass sie gar nicht da ist. Wir müssen das doch nicht erzählen, diese ganze König-Tod-Hochzeitsgeschichte, oder? Nein, sicher nicht. Und was mich angeht, man heiratet sowieso viel zu jung im alten Ägypten. Aber vielleicht habe ich das auch nur so gesehen. Hä? Achtung! Strom der Sonne ist Zeit, um abzuhalten. Was ist los, Mr. Peabody? Durch das ganze Herumhüpfen im Kosmos haben wir zu viel Energieverbrauch. Wir machen einen außerplanmäßigen Stopp. Wie der Zufall will, reicht die Schubkraft gerade noch bis zur Renaissance. Ich kann meine Gehirne links nicht mehr unterscheiden von der rechten. Wie oft muss ich dir noch sagen, Mona Lisa? Mona Lisa? Nein. Alle, wenn du dich endlich lächelst. Leonardo, sage dir eine Sache, worüber ich könnte lächeln. Die Sonne, die Pasta, all diese Dinge, die Italien zu einer so großen Touristenattraktion machen. Aber ich habe nichts davon gesehen, Leonardo, weil ich sitze hier den ganzen Tag auf meine Abundanz. Ich glaube, das heißt nicht Stuhl auf Italienisch. Ah, wie wollt ihr, meine alte Freunde? Diese wunderschöne Unterbrechung. Er muss glauben, diese Frau macht mir Wischiwaschi in den Kopf. Also, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Was kann ich tun? Wir haben es schrecklich, eigentlich nach Hause zu kommen, aber der Zeitomat braucht Starthilfe. Und da dachten wir, wer könnte uns da wohl besser helfen als Leonardo da Vinci? Peabody, ich würde so gerne helfen, aber diese Momente sind nicht gut. Ich weiß nicht, was sie tun mit dieser verrückten Frau. Siehst du, was ich meine? Wo liegt denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Ich bin halb fertig mit dem Bild und sie will nicht lächeln. Na schön, dann lächeln ich. No! Das ist ein falsches Lächeln!
Jeder weiß es sofort genau. Warum mache ich richtig echte Lächeln? Musst du sagen etwas Witziges? Ich male die Bilder. Ich baue die Maschine. Ich erzähle, Nische koche die Witze. Vielleicht kann ich da behilflich sein. Weißt du, Humor ist nicht immun gegen die Gesetze der Wissenschaft. Mittels Algorithmen können wir herleiten, was man gemeinhin für witzig hält. Somit lässt sich eine Formel bilden, die mit wissenschaftlicher Gewissheit ein Lachen auslöst. Paradebeispiel, die Bauchlandung. Sind alle belustigt? Die werden dann so eindeutig. Oh, nein, warte, schau mal. Perfetto! Behalte diese Lächeln! Bleibe genau so! Nichts bewegen! Nichts bewegen! Nun, Leo, wenn meine Berechnungen korrekt sind, erzeugt unsere Maschine ausreichend Zentrifugalkraft, um uns nach Hause zu befördern. Ich habe noch eine letzte Teil, ich muss noch passend machen. Sherman, hol doch mal den Hammer für Signore Da Vinci. Okay, Mr. Peabody. Mr. Peabody! Gut gemacht, Sherman. Aber Mr. Peabody! Sehr hilfreich. Sherman! Ja, Mr. Peabody? Hammer Da Vinci. Oh, okay, Mr. Peabody. Bitte, Mr. Da Vinci. Brauchen Sie Hilfe? Nein, 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 das geht gut. Mille grazie. Schade. Komm jetzt. Wir müssen noch ein bisschen umsehen. Also eigentlich wollten Mr. Peabody und ich heute was zusammen machen. Willst du dich nicht lieber mit mir amüsieren? Okay. Sherman, wo willst du denn hin? Mich umsehen. Aber wir brauchen deine Hilfe. Brauchen wir nicht. Ich meine, wir kommen zurecht. Irgendwie. Er ist eine Bambino, Peabody. Lass ihn Spaß haben. Lass ihn gehen. Danke, Mr. Peabody. Er wird groß, Peabody. Ist wie eine kleine Vogel. Wirklich von den Nesten. Ist wunderbar. Hier ist es wie in einem Museum. Wie in einem Spielzeugladen. Sieh mal hier. Das ist das größte Modellflugzeug der Welt. Das ist kein Modell, Penny. Das ist ein Prototyp. Oh, und ich glaube, wir sollten lieber die Finger davon lassen. Okay. Aber wäre es nicht cool, wenn wir damit fliegen könnten? Ich glaube, Mr. Peabody fände das nicht so gut. Aber Mr. Peabody ist gerade hier. Erklär mir nur mal, wie es geht. Bitte. Ich will doch was lernen. Oh, okay. Die Schubkraft wird von diesem armbrustartigen Dingsbums hier erzeugt. Dann schießt es über die Schiene, bis der Wind unter die Tragflächen gelangt. Aber wie fährt es los? Hm? Wie würde man starten? Ach so, man zieht einfach an dem Hebel da. An dem hier? Oh, weia. Ist so schön wie eine elegante Gleichung, die sich in perfekte Ingenieurskunst umsetzen lässt. Warum können Kinder nicht so einfach sein? Ist, weil Kinder sind keine Maschine, Peabody. Muss ich mir glauben, ich habe versucht, eins zu bauen. Oh, es war unheimlich. Hier, Sherman, jetzt flieg du mal. Aber ich will es nicht fliegen. Ja, willst du. Das macht Spaß. Nein, ganz im Ernst, Penny. Ich will nicht. Ich lass jetzt los. Nein, lass mich los. Das Kind, das er gemacht hat. Unheimlich. Mama.
Hier oben ist alles fertig, Leonardo. Hier unten auch alles finito. Es ist wunderschön, nicht wahr? Jedes Teil ist an seinem Platz und tut ganz genau das, was es tun soll. Sieh nur, Peabody. Das ist meine Flugmaschine. Meine Flugmaschine. Sherman? Sherman? Sherman, was machst du denn da oben? Ich fliege! Aber Sherman, du weißt doch gar nicht, wie man fliegt. Nein! Schreibt es nicht mal annähernd. Bitte, Leonardo, löst du den Mechanismus aus? Flugzeug, tut mir leid, Mr. Peabody. Ja, das sollte es auch. Du hättest dabei sterben können. Ach, was reden Sie denn da? Sherman hat ein Flugzeug geflogen und er war Zeug. Sherman hat ein unbezahlbares historisches Artefakt zerstört. Und wenn schon, Sie sollten sich darüber freuen. Immerhin hat sich gezeigt, dass Sherman doch kein Totalversager ja, ist. Ja, Mr. Peabody, es hat sich gezeigt, dass ich doch kein Totalversager bin. Miss Peterson, hören Sie auf, aus meinem Sohn einen Rabauken zu machen. Ist nicht meine Schuld, dass er ein Rabauke ist. Ja, ist nicht Ihre Schuld, dass ich ein Rabauke bin. Und meine erst recht nicht. Ich habe Sherman 7 Jahre lang gesunden Menschenverstand gelehrt. Wenn Sie so ein toller Vater sind, wieso will Ihnen Miss Granion Sherman dann wegnehmen? Ist das wahr? Hat jemand wirklich vor, mich dir wegzunehmen? Nein, Sherman, das will ich nie zulassen. Du musst mir einfach vertrauen. Oh je, ein schwarzes Loch! Wenn ich uns da nicht rausholen kann, reißt es unserem Ereignishorizont in 1000 Stücke. Wir haben nicht genug Energie, um der Anziehungskraft zu widerstehen. Ich muss alles auf die Bremsstromraketen umleiten. Warum hast du mir das nicht gesagt? Was gesagt? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Miss Cranky mich dir wegnehmen will? Weil du dir um solche Dinge keine Sorgen machen sollst. Du dachtest, ich könnte damit nicht fertig werden. Wir besprechen das später. Setz dich jetzt hin. Ich will das aber nicht später besprechen. Sherman, sitz. Du darfst gar nicht so mit mir reden. Ich bin doch kein Hund. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich bin kein Hund. Du hast recht, Sherman, das bist du nicht. Du bist nur ein sehr böser Junge. 14 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sherman? Penny? Sherman, alles in Ordnung? Sherman? Er ist weg. Wo sind wir hier eigentlich? Im Trojanischen Krieg. Das war einer der grausamsten Konflikte in der Geschichte. Schamanos. Auf jeden Fall, Mr. Agamemnon. Ist das süß. Odysseus, welche Neuigkeiten bringst du uns? Jemand hat das für uns hier gelassen. Ein Geschenk? Geil. Sieht ja genauso aus wie unser Gaul. Soll ich es reinbringen?
Wäre ja sonst unhöflich. Wow! Das hat mich echt überrascht. Ach, oh gute Güte, was ist denn das für ein Gestank hier? Oh, das ist der Duft des Sieges! Seid gegrüßt, Männer aus Athen, Sparta und Theben. Ich bin Peabody. Ich bin hier, um Sherman zu holen. Kennst du den Heiligen? Ich dachte schon, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Dann ist er ein Spion. Schlag ihn! Nein, nein! Er ist mein Dad. Dein Dad? Ist ein Adoptivverhältnis, wisst ihr? Oh. Danke, dass du dich so gut um meinen Sohn gekümmert hast, Agamemnon, aber jetzt wird es Zeit, dass er wieder nach Hause kommt. Tut mir leid, Mr. Peabody, ich bin jetzt beim griechischen Herr. Schermanus ist einer von uns, er ist ein Bruder. Ich bin sein Bruder. Er ist mein Sohn. Er hat einen Eid geschworen. Ein Eid geschworen. Er ist 7. 1,5. Alle Söhne müssen sich ihren Vätern gegenüber beweisen. Und heute wird Schermanus sich beweisen, auf dem Schlachtfeld. Aber er ist doch noch ein Kind. Dein Vater denkt, du bist noch nicht bereit, ein Mann zu werden, aber wir schon. Ja, Mr. Peabody, jetzt zeige ich dir, was ich alles kann. Nur zur Info, viele Helden haben Probleme mit ihren Vätern. Mein Alter ist Minotaurus, halb Mensch, halb Ochse, hat Vorurteile gegen alles und jeden. Ajax hier, stärkster Kerl der Welt, aber sein Vater hat nie akzeptiert, dass es ein eigentlicher Traum ist, zu siegeln. Ich wollte so gerne im griechischen Chor singen. Naja, und von Ödipus will ich gar nicht erst anfangen. Sagen wir nur, es wäre eine saublöde Idee, am Wochenende bei ihm reinzuplatzen. Könnte peinlich werden. Sherman, ich fürchte, du hast nicht gründlich genug nachgedacht. Das hier ist ein Krieg. Dir scheint nicht klar zu sein, was da alles passiert. Ich sag dir, was da alles passiert. Wir reißen ihre Häuser nieder, zerstören ihre Tempel und färben die Straßen der Stadt dunkelrot. Die trojanische Blut! Zeus auf 3 und 1. Sherman, ich verbiete dir, im Trojanischen Krieg zu kämpfen. Das ist unfair. All meine Freunde kämpfen im Trojanischen Krieg. Zwei. Sherman, das ist gefährlich. Ich hab doch einen Helm auf. 3. Du gehst nicht. Doch, ich gehe wohl. Zeus. Jetzt gibt's Prügel, ihr trojanischen Hunde. Jetzt gibt's Prügel, du trojanischer Hund. Das war auf Messers Schneide. Genau deshalb sollst du mir gehorchen, Sherman. Weil ich dein Vater bin und es meine Aufgabe ist, dich zu beschützen. Aber bist du sicher, dass Miss Granny mich dir nicht wegnimmt? Nicht, solange ich da bin. Gehen wir zum Zeitomaten, fliegen nach Hause, enthypnotisieren Pennys Eltern, beenden die Party, essen mein Omelette Surprise, umgarnen Miss Granny und tun so, als wäre das alles hier nie passiert. Hört sich gut an. Bin dabei. Sherman! Penny! Sherman, nein! Ich will nur noch nach Hause.
fliegen nach Hause. Es gibt nur eine Person, die uns helfen kann. Und das ist Mr. Peabody. Wovon redest du? Wie soll das denn überhaupt möglich sein? Wir haben eine Zeitmaschine, Penny. Ich stelle sie so ein, dass wir nach Hause kommen, wenn Mr. Peabody noch da ist. Ich dachte, man darf nicht in eine Zeit reisen, in der man noch existiert. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Du versuchst in eine Zeit zu reisen, in der du existierst. Dies könnte das Raumzeitkontinuum verändern. Ansteuerung? Fehler. Festhalten! Das ist eine kleine Eigenkreation. Ich nenne sie Einstein on the Beach. Lecker. Auf die Kinder. Auf die Kinder. Sherman, Penny. Können wir Sie mal ganz kurz sprechen? Natürlich. Entschuldigen Sie mich. Ich verstehe mich richtig gut mit deinen Eltern. Ich denke, wir können den Abend als uneingeschränkten Erfolg verbuchen. Könntest du mir die Buche noch warten? Was meint ihr? Warum seid ihr angezogen wie im alten Griechenland? Ihr habt den Zeitomat benutzt. Das war ich. Ich weiß, es ist furchtbar. Aber warum? Penny und ich haben uns gestritten wegen George Washington. Also habe ich ihn gezwungen, mir den Zeitomat zu zahlen. Ich habe sie in Ägypten verloren. Ja, den König Tut verloren. Dann habe ich dich geholt. Dann ging uns der Sprit auf. In Florenz. Und dann war da ein schwarzes Loch. Und dann bist du gestorben in Troja. Gestorben? Das fällt mir sehr schwer zu glauben. Es ist wahr. Aber jetzt bist du hier und alles wird wieder gut. Man darf nie in eine Zeit reisen, in der man existiert, weil es einen dann zweimal gibt. Ja, aber der andere Sherman ist ja immer noch mal in Ägypten. Wer bist du denn? Wer bist du? Nur auf einer anderen Zeitachse. Aber man darf doch nicht in eine Zeit reisen, in der man existiert. Ha, genau. Ich weiß. Aber was sollte ich denn machen? Mr. Peabody ist im alten Troja gestorben. Gestorben? Das fällt mir aber sehr schwer zu glauben. Danke sehr. Und was tun wir jetzt? Also fürs Erste, die beiden Shermans können nicht hierbleiben. So, wir können in den Etagenbetten schlafen. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Abgefahren. Wir sind wie Zwillinge. Hab ich auch gerade gedacht. Seht ihr? Zwei Shermans in derselben Zeit sind zu viel und eine zu große Belastung für das Raumzeitkontinuum. Was also tun? Was soll ich tun? Die Petersons dürfen nichts davon mitkriegen. Hey, Peabody, alter Junge. Hey. Wie läuft's denn so? Patty und ich bekommen langsam Appetit. Also der Duft aus der Küche ist einfach köstlich. Vor allem das Omelette Surprise. Ja, also was ist hier los? Ja, was wollen die Kostüme? Toga-Party! Toga-Party? Ja, wir feiern eine Toga-Party! Und was ist mit dem Dinner? Ich verhungere gleich. Gehen wir doch ins Esszimmer und lassen uns die angepriesenen Waffeln schmecken. Nein! Wieso nicht? Weil es gerade so lustig ist hier. Pam 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 Das Schamanos? Was geht hier vor, Peabody? Oh. Niemand bewegt sich! Sherman, ich muss dich hier rausholen, bevor du dir etwas antust. Mr. Peabody, du bist gar nicht tot! Natürlich bin ich nicht tot. Danke sehr. Hey, wie hast du es zurückgeschafft? Nun, nach einigen Rückschlägen ist es mir gelungen, aus Knochen, Steinen und Jagdfett einen rudimentären Zeitomaten zu konstruieren. Wie heißt es so schön? Wenn man vom Pferd fällt, soll man gleich wieder aufsteigen. Für Aphorismen ist keine Zeit. Auch nicht, wenn sie gut sind. Penny, Sherman, schnell. Sie bleiben schön hier. Ich habe genug gesehen, um Ihnen den Jungen, beide Jungen, wegzunehmen. Nein, nicht. Miss Grunion, bitte. Das ist alles meine Schuld. Ich habe angefangen. Es tut mir so leid, Sherman. Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen, Penny. Einem Hund sollte man von vornherein verbieten, einen Jungen zu adoptieren. Jetzt kommt, na los! Bis wann, jetzt bis wann! Was passiert denn hier? Unsere kosmischen Doppelgänger haben sich verbunden, um ein Paradoxon im Raumzeitkontinuum auszugleichen. Okay, das macht Sinn. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber ich weiß genau, es war nicht in Ordnung. Der Junge Mr. kommt Peabody. Mit mir. Nein, bitte! Lassen Sie mich los! Fort wieder hier! Au, au, Sie tun mir weh! Er hat mich gebissen! Ja, hallo Polizei. Ich möchte einen tätlichen Angriff melden. Einen Hundebiss. Mr. Peabody, was sollen wir jetzt tun? Ich komme Sie so schnell es geht. Lauf! Er entführt die Kinder. Ich weiß nicht, dass du sie gebissen hast, Mr. Peabody.
Ich weiß, Sherman, das war falsch. Falsch? Das war einfach Wahnsinn. Wir fliegen jetzt zu unserer richtigen Zeitachse und bereinigen dieses Chaos. Da ist er. Er hat meine Tochter in diesen großen Weltraum abfüllen. Man gerichtet, Korb. Was ist los? Unsere kosmischen Doppelgänger haben ein Loch ins Raumzeitkontinuum gerissen. Deshalb kommen wir nicht in die Vergangenheit. Peabody! Sieht aus, als käme die Vergangenheit zu uns. Ich kriege dich, du Hund. Und deine Kumpanen. Penny, meine Braut. Was? Sie befehlen mir gar nichts. Liberté, Egalité, Fraternité! Grimm mich nicht, Bruder. Peabody, kommen Sie mit der oberen Pfoten raus. Mr. Peabody, verhafte Sie wegen Kindesentführung und grob fahrlässiger und wegen unzähliger schwerer Verkehrsvergehen. Sie verstehen das nicht. Es gibt einen Riss im Raumzeitkontinuum. Wenn Sie mich verhaften, kann ich es nicht reparieren und... Bla, bla, bla. Schon viel zu lange machen Sie die Welt verrückt mit Ihren großen Worten und Ihrer kleinen roten Fliege. Und was kommt dabei raus? Nehmen Sie ihn mit! Warten Sie! Mr. Peabody! Sherman! Was passiert jetzt mit Mr. Peabody? Weißt du denn nicht, was man mit bissigen Hunden macht? Lassen Sie mich! Sie wissen ja nicht, was Sie tun! Bitte, bevor Sie fällt! Chance. Er hatte genug Chancen. Und jetzt muss er für seine Fehler bezahlen. Aber ich war's doch, der die Fehler gemacht hat. Ich habe den Zeitomaten ohne Erlaubnis benutzt. Der einzige Fehler, den Mr. Peabody je begangen hat, das bin ich. Sherman. Damit hast du vollkommen recht, Sherman. Was für eine Art Vater könnte dieser Hund schon für einen Jungen sein? Vielleicht stimmt das ja, Miss Grunion, aber an eine Sache haben Sie dabei nicht gedacht. Und woran? Ich bin auch ein Hund. Wenn ein Hund sein bedeutet, so zu sein wie Mr. Peabody, der einen nie im Stich lässt, der einem immer aufhilft, wenn man auf die Nase gefallen ist und der einen lieb hat, egal wie oft man schon Mist gebaut hat. Wenn es das bedeutet, ein Hund zu sein, dann ja, dann bin ich auch ein Hund. Ich bin ja auch ein Hund. Ich bin 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 ebenfalls ein Hund. Ein Bullhund. Dann bin ich auch ein Hund. Dito in der Hundesache. Ich bin auch ein Hund. 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 Ich bin Spartacus. Na gut, schön. Ihr seid alle Hunde. Aber ihr könnt das Gesetz nicht ändern. Ich kenne einen, der das kann. George Washington.
Wir erachten diese Wahrheit als selbstverständlich, dass alle Menschen und einige Hunde in Gleichheit geschaffen sind. Ich spreche Mr. Peabody hiermit die präsidiale Begnadigung aus. Ich auch. Gab schon Schlimmeres. Zwischen zwei Körpern erzeugt jede Aktion auch eine Reaktion. Hauen wir diesem Riesenloch doch mal richtig eins in die Schnauze. Das ist ein Schock. Die Welt hat uns nicht. Es muss noch einen Weg geben in die Vergangenheit. Ich habe eine Idee. Hey, komm mal alle her. Ich habe eine Idee. Ja, und die wäre schon? Warum fliegen wir nicht in die Zukunft? Die Zukunft? Da bin ich noch nie gewesen. Also wird es da sicherlich so ein Chaos geben. Sherman, das ist es. Denkst du dasselbe wie ich? Naja, meistens nicht. Es ist haargenau so, wie er alle gerade gesagt hat. Nur eben das genaue Gegenteil davon. Wenn wir den Zeitomaten auf die Zukunft einstellen und extrem schnell fliegen, erzeugen wir unser eigenes Gravitationsfeld. Dann haben wir das genaue Gegenstück zu dem Riss im Raumzeitkontinuum. Oh, Junge. Kapier ich nicht. Wir fliegen darauf und hauen diesem Riesen doch richtig eins in die Schnauze. Ja. Sherman, du bist ein Genie. Aber Peabody, wie weit in die Zukunft hinein musst du fliegen? Ein paar Sekunden sollten ausreichen und dann schleudern wir uns sofort wieder zurück. Bist du auch sicher, dass das funktioniert? Keine Sorge, Penny. Vergiss nicht, ich bin noch ein Genie! Sherman, ich muss den Zeitomaten umprogrammieren. Ist gut, Mr. Peabody. Das bedeutet, du musst ihn fliegen. Thank you.
Wenn du fertig möchtest, bevor ich zu Hause bin, drückst du dreimal auf Eingabe und benutzt die Fernbedienung wie sonst auch. Ja, Sherman. Und wenn du Angst hast, dass du beim Elternabend keine Freunde findest, bringst du für alle was zu klammern mit. Engel kommen immer gut an. Ja, Sherman. Und denk dran, Mr. Peabody. Nach der Schule habe ich noch meinen Kurs in Robotertechnik. Sherman, warte. Ja, Mr. Peabody? Ich hab dich lieb, Sherman. Ich bin dir ebenfalls sehr verbunden, Mr. Peabody. Hey, Mr. Peabody. Hey, Sherman. Warte auf mich! Kein Zweifel. Jeder Hund sollte einen Jungen haben. Fade if you wanna leave it.
1945 is it we were there.